Was bedeuten Träume von wackelnden Zehen? Die Botschaften des Unterbewusstseins. Was bedeuten Botschaften von wackelnden Zehen? Die versteckten Botschaften des Unterbewusstseins. Willkommen zu einem neuen Video und ich freue mich mega, dass du hier bist. Ich möchte dir mein neues Format vorstellen, die großen Fragen der Welt. Und ich habe heute einen sehr interessanten Traum gehabt. Ich habe tatsächlich heute Nacht, und das habe ich auch schon zuvor öfters gehabt, allerdings schon lange nicht mehr, von wackelnden Zähnen geträumt. Das heißt, ich habe geträumt, dass mein Zahn hier vorne, dieser eine Zahn hier, den ich sowieso noch bearbeiten muss irgendwann, weil der eine leichte Verfärbung hat, ganz minimal, weil ich da mal, was hat der damals gemacht, irgendwie was rüber gemacht, weil mir ein Zahnstück abgebrochen ist, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich dann geträumt, dass dieser Zahn wackelt, weil irgendwer irgendwas da gemacht hat an meinem Mund und das war so weird. Ich erinnere mich auch nicht mehr daran. Well, und ich habe mich dann heute Morgen gefragt, was war das? Warum habe ich schon wieder von wackelnden Zähnen geträumt? Und was bedeutet das eigentlich? Und ich beantworte jetzt diese Frage, weil vielleicht hast du auch schon mal von wackelnden Zähnen geträumt. Und dann habe ich natürlich ChatGPT gefragt, wem denn sonst? Ich mache sehr viel mit ChatGPT tatsächlich. Und ChatGPT hat mir auch geantwortet. Und das werde ich dir jetzt vorlesen. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, ob du schon mal von wackelnden Zähnen geträumt hast und wie sich das für dich angefühlt hat. Also für mich war das auf jeden Fall irgendwie ziemlich, nicht traumatisierend, aber schon irgendwie heavy. Also ich merke, es hat schon irgendwas in mir ausgelöst. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, ich habe manchmal Träume mit Zähnen, dass meine Zähne wackeln oder dass ich meine Zähne fast verliere. Was bedeutet das nochmal? ChatGPT hat geantwortet, Träume von wackelnden oder ausfallenden Zähnen sind weit verbreitet und können verschiedene Bedeutungen haben, abhängig von den persönlichen Umständen und Emotionen, die du in deinem Leben erlebst. Und das hat mir auch sofort irgendwie Klarheit gebracht, weil ich dachte, okay, in welcher Lebensphase bin ich denn gerade? Und ich bin ja gerade in einer sehr, ich sag mal, angespannten Lebensphase, aber irgendwie auch Kombination mit Leichtigkeit und Veränderung. Also es ist gerade sehr intensiv. Ist das richtige Wort dafür, die du in deinem Leben erlebst. Hier sind einige der häufigsten Interpretationen. Also erstens, ja, was häufige Zähne bedeuten können, ist Angst vor Verlust oder Veränderung. Finde ich super interessant, denn einmal, ich habe auf jeden Fall ganz tief in mir eine Verlustangst. Ich arbeite daran schon länger, aber ich weiß, dass ich irgendwo eine Verlustangst habe. Ich glaube, deswegen ist das auch damals mit meiner Kamera hier passiert in Kopangan. Ich habe ja meine Kamera hier verloren, kann man nicht sagen. Und zwar, sie wurde mir ja weggenommen. Und das könnte auch was mit der Verlustangst zu tun haben, dass ich einfach Angst habe, Dinge zu verlieren. Und wenn man Angst hat, etwas zu verlieren, was passiert dann in der Regel? Ist genauso, wenn man eifersüchtig ist. Ja, man hat quasi Angst, diesen Menschen zu verlieren. Und mit dieser Angst oder durch diese Angst verliert man diesen Menschen dann wirklich, weil man dann sich bestimmt verhält oder weil man auch einfach die Energie in sich trägt, dass man nicht in, ich sag mal, Vollkommenheit ist oder Abundance ist, dass man einfach im Mangel ist und durch diesen Mangel manifestiert sich quasi dieser Mangel im Außen, dass du Dinge auch wirklich verlierst. Aber ich lese jetzt mal vor, was ChatGPT dazu sagt. Und zwar, Zähne symbolisieren oft etwas, das uns wichtig ist oder das wir kontrollieren wollen. Wenn sie in deinen Träumen wackeln oder ausfallen, könnte das auf Ängste hinweisen, etwas Wichtiges in deinem Leben zu verlieren, sei es eine Beziehung, einen Job oder sogar deine eigene Identität oder Selbstsicherheit. Wow! Das nächste, Verbindung zu deinem Leben. Wenn du gerade vor einer großen Veränderung oder Unsicherheit stehst, könnte dein Traum diese Ängste spiegeln. Sehr interessant, denn ich stehe gerade vor einer großen Veränderung. Ich bin ja gerade dabei, quasi mein Business aufzubauen und mich zu positionieren. Und diese Positionierung bedeutet ja auch, dass ich irgendwie meine alte Identität verliere und vielleicht davor Angst habe, mich richtig zu positionieren oder... Ja, das könnte definitiv sein. Da kannst du jetzt auch gerne mal reflektieren, was es bei dir sein könnte, wenn du auch vielleicht von wackelnden Zähnen geträumt hast.
letzte Nacht oder davor irgendwann. Zweitens, Gefühl von Machtlosigkeit. Auch interessant. Zähne werden oft mit persönlicher Macht und Selbstbewusstsein assoziiert. Wenn du träumst, dass deine Zähne wackeln oder ausfallen, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du dich in einer bestimmten Situation machtlos fühlst oder Schwierigkeiten hast, dich durchzusetzen. Machtlos fühlen. Mhm. Also ich bin ja gerade, also das kann ich jetzt nur reflektieren. Ich reflektiere jetzt laut, damit du auch lernst zu reflektieren, weil ich weiß, dass manche Leute gar nicht richtig wissen, wie man das eigentlich macht. Ja, es klingt jetzt doof, aber für viele Leute ist es total offensichtlich, wie das geht, aber für manche eben nicht. Also zum Beispiel machtlos fühlen. Wo könnte ich mich jetzt gerade machtlos fühlen? Wo könntest du dich gerade machtlos fühlen? Zum Beispiel in meiner Situation, finanziellen Situation, ne, wo ich gerade das Gefühl habe, wow, was mache ich jetzt nur? Ich bin irgendwie machtlos. Ich tue und mache und mache und irgendwie habe ich noch nicht den roten Faden gefunden. Das heißt, du bist machtlos. Ja, guck einfach mal, was es bei dir vielleicht ist. Hier auch, Verbindung zu deinem Leben. Vielleicht hast du gerade eine Phase, in der du das Gefühl hast, die Kontrolle über bestimmte Bereiche deines Lebens zu verlieren. Ja. Drittens, Sorge um äußere Erscheinung oder Selbstbild. Auch interessant. Zähne sind auch ein Symbol für unser äußeres Erscheinungsbild und wie wir uns anderen präsentieren. Träume von wackelnden Zähnen könnten auf Unsicherheiten über dein Aussehen, wow, oder dein Selbstbild hinweisen. Selbstbild würde ich bei mir eher sagen. Verbindung zu deinem Leben. Es könnte sein, dass du dir in letzter Zeit mehr Gedanken darüber machst, wie du von anderen wahrgenommen wirst oder dass du an deinem Selbstwert zweifelst. Bei mir, ich überlege gerade, also ich bin ja gerade am Fasten und dadurch habe ich natürlich auch eine äußere Veränderung und ich könnte eventuell oder ich habe eventuell auch die Angst, dass die Menschen das verurteilen könnten und nicht den tiefen Sinn verstehen, warum ich das tue. Ich glaube, diese Angst ist bei mir irgendwo vorhanden, weil ich weiß, dass viele Leute urteilen und gar nicht sich versuchen, in diese Menschen reinzusetzen oder auch tiefer hinzusehen, was da wirklich drin verborgen ist hinter einer Aktion. Und ich glaube, Fasten, ich sehe immer, dass viele Leute einfach nur Gewichtsabnahme sehen, was auch ein großer Aspekt ist. Aber es ist eine sehr spirituelle, tiefgreifende Veränderung, wo du sehr, sehr viel auflöst. Und ich glaube, mich stört es insgeheim. Ich sage jetzt nur, was ich vermute, ja, was ich nicht offensichtlich denke oder weiß, aber was ich vermute, was Sinn macht, dass Menschen das nicht sehen wollen. Ich glaube, es stört mich, dass Menschen das Potenzial in sich selber nicht erkennen möchten. Deswegen mache ich ja auch die Arbeit und möchte den Menschen helfen, bewusster zu werden, weil es mir so sehr wichtig ist bei mir. Und dann ist es natürlich bei mir auch bei den anderen Leuten wichtig. Und das triggert mich, wenn ich im Außen sehe, dass die Menschen nicht daran arbeiten, bewusster zu werden, weil ich immer denke, dass es dann eine bessere Welt geben würde. Ne, das sind so Sachen, das triggert mich. Das könnte wirklich sein, gerade jetzt im Fasten. Interessant. Viertens, Kommunikationsprobleme. Zähne sind auch mit der Sprache verbunden. Wenn sie in deinen Träumen wackeln oder ausfallen, könnte das auf Schwierigkeiten hinweisen, sich klar auszudrücken oder deine Meinung zu sagen. Verbindung zu deinem Leben. Vielleicht gibt es Gespräche oder Konflikte, die du in der Realität vermeiden möchtest oder bei denen du das Gefühl hast, nicht gehört zu werden. Siehst du, das kann ich jetzt gerade darauf reflektieren, dass ich vielleicht denke, ich werde nicht gehört, dass die Menschen das noch nicht verstehen. Auch im Bereich Manifestation, Gedanken erschaffen deine Welt und das Fasten. Also das sind ja meine zwei Hauptthemen, wo ich gerade sehr, sehr spezifisch dran arbeite, noch mehr darüber zu verstehen, um noch einfacher darüber zu reden und es den Menschen klar zu machen. Ich bin übrigens gerade auch dabei, zwei Videokurse dazu zu erstellen, auch in den Bereichen sehr, sehr wichtig. Und ja, das könnte bei mir der Fall sein. Was könnte es bei dir sein? Frag dich das mal. Fünftens, Symbol für Stress oder Angst. Das ist jetzt auch der letzte Punkt. Diese Träume können auch einfach ein Zeichen von allgemeinem Stress oder Angstzuständen sein. Zähne sind ein sehr symbolisches und starkes Element, das der Körper im Traum nutzt, um solche Gefühle zu verarbeiten. Stress oder Angst? Vielleicht Angst, vielleicht doch noch Zweifel, dass Dinge nicht so funktionieren, wie man sie sich erhofft. Bei mir jetzt mit meinem Business oder andere Sachen. Ich vermisse auch Mexiko, ich will irgendwann wieder nach Mexiko. Vielleicht habe ich Angst, dass es dann alles nicht so ganz klappt, wie ich das gerne hätte. Was eigentlich Quatsch ist, weil ich weiß, Angst ist eine Illusion. Ich bin so im Urvertrauen. Aber wer weiß, was da für ein Teil in mir noch ist. Weil ich hatte ja auch in
also in der Vergangenheit Ängste. Ja, die habe ich jetzt nicht mehr so, aber in der Vergangenheit hatte ich definitiv Ängste. Und dann Stress. Stress habe ich auch leichten, zwar nicht so viel, aber ein bisschen, weil ich einfach gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also manchmal, ich finde dann schon immer einen Weg und ich fange ja dann auch an. Ich bin gerade sehr, sehr viel am Machen und Tun und ich komme auch voran. Aber es gibt da Momente, wo ich nicht richtig weiß, wie es weitergeht. Dann würde ich am liebsten zum Essen greifen, wo ich dann wieder beim emotionalen Essen wäre. Was ich jetzt gerade aber auch beobachte und übergehe. Warum? Weil ich jetzt nicht zu essen greifen kann, weil ich fast und ganz bewusst in meine Emotionen reinfühlen darf und mich nicht ablenken darf oder kann. Das ist sehr, sehr gut, um sich dessen bewusst zu werden, was wirklich in deinem Körper gerade passiert. Und solche Fragen, so eine Reflexionsfragen, sind ganz wichtig, damit du wirklich diese Dinge auch auflöst und für dich erkennst und auch nochmal überprüfen kannst, sind sie wahr? Muss das wirklich sein? Musst du wirklich Angst vor den Sachen haben? Und dann kannst du dich damit wirklich auch selber stärken, indem du quasi die Antworten für dich findest, die eigentlich wirklich wahrhaftig sind oder viel mehr Sinn machen, wie die Ängste, die vielleicht aus deiner Vergangenheit noch hochkommen. Fazit. Träume von wackelnden oder ausfallenden Zehen spiegeln oft Ängste, Unsicherheiten oder Stress wider. Sie können ein Hinweis darauf sein, dass du dich in bestimmten Bereichen deines Lebens machtlos, unsicher oder ängstlich fühlst. Es kann hilfreich sein, darüber nachzudenken, welche aktuellen Situationen dieses Gefühl auslösen könnten, um besser mit den Emotionen umzugehen. Sehr, sehr wichtig. Und dann fragt ChatGPT noch, hast du in deinem Leben momentan solche Herausforderungen, die dir vielleicht diese Träume bringen? Okay, ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr große Frage, Träume und ihre Bedeutung. Ich kann nur sagen, frag dich mal diese Frage, es ist wirklich wichtig. Es kann sehr, sehr viel auflösen und vor allem beobachte deine Träume. Ich persönlich träume relativ wenig, weil ich das Gefühl habe, dass ich so schon sehr achtsam bin und sehr viel reflektiere. Träume deuten immer darauf hin, dass du noch Dinge in dir hast, die du vielleicht noch nicht verarbeitet hast, noch nicht hingesehen hast, vielleicht auch gar nicht hinsehen möchtest. Und dann kommen diese verrückten Träume, die wir oft gar nicht deuten können im ersten Moment, wo wir sagen, warum träume ich denn sowas Komisches? Aber wenn du mal hinterfragst, was dieser Traum wirklich bedeuten kann, wirst du sehen, dass es immer eine sehr, sehr tiefgehende Message für dich bereithält und das auch ein Geschenk für dich ist, um genau daran zu arbeiten, um die beste Version deiner selbst zu werden, denn das wollen wir hier. Und ich wollte auch nochmal meine Community darauf hinweisen, dass ich jetzt auch in Zukunft hier auf diesem Kanal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte, weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Jahren mich wirklich sehr verändert habe, sehr tief, sehr bewusst geworden bin. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich im Außen gar nicht so wahrgenommen werden kann. Natürlich mache ich Interviews mit Leuten, wo es um auch Bewusstsein geht und Manifestation. Ich habe ja auch meinen Zweitkanal, wo ich über Manifestation spreche. Gerne mal reingucken. An der Stelle heißt Manifest Love Academy. Sehr viel auch über Beziehungen und Partnerschaft und natürlich Selbstliebe und Selbstkonzept. Aber ich habe das Gefühl, dass hier auf diesem Kanal noch nicht so richtig diese Tiefe von mir rausgekommen ist. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mein authentisches Sein auch hier ausdrücken, ohne zu schauen, was kann meine Community jetzt aufnehmen, wofür ist sie schon bereit? Denn ich denke, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann ziehe ich auch die Leute an, die bereit sind, das aufzunehmen. Und ich hoffe, dass das auch bei euch verständlich ankommt und dass ihr auch mit den Themen was anfangen könnt. Natürlich seid ihr mir wichtig, ihr seid mir am Herzen. Ich meine, wir sind schon jetzt mit vielen Leuten, bin ich schon ein paar Jahre hier unterwegs und ich freue mich einfach auch über alles, über euer Feedback, über eure Nachrichten. Ich kriege ja auch auf Instagram Nachrichten. Viel auch noch zum Thema Mexiko tatsächlich. Es tut mir leid, wenn ich da nicht gleich antworte. Es ist selber so, dass ich gerade in Thailand bin und gar nicht mehr so viel in Mexiko sein möchte mit meinem Kopf jetzt gerade. Aber ich versuche darauf auch einzugehen. Vielleicht muss ich mal gucken, wie ich darauf eingehen kann. Vielleicht noch mal ein Video darüber machen zu Mexiko. Aber weil die einzelnen Nachrichten, das kostet mich jetzt gerade zu viel Zeit. Es liegt aber nur daran, weil ich gerade nicht, dass ich keine Zeit habe dafür. Man hat für alles Zeit, für die man sich Zeit nehmen möchte. Aber es ist manchmal so, dass du so viele Sachen im Kopf hast, dass du einfach overwhelmed bist. Das bedeutet, jeder, der
der vielleicht viel zu tun hat, kann wissen, was ich meine. Es geht gar nicht darum, diese Zeit, diese 5 Minuten die Nachricht zu beantworten, sondern es geht darum, diese Information jetzt auch noch in seinen Kopf zu tun, was überhaupt gerade nicht resoniert mit dem, was du dich gerade beschäftigst. Und ich muss gerade so im Fokus sein, weil ich das sonst nicht gebacken bekomme, weil es gerade extrem viel ist. Da wollte ich nur noch mal auch sagen, sorry dafür, aber vielleicht stellt ihr mir noch mal Fragen oder wünscht euch noch mal ein Video, dass ihr einfach sagt, okay, ich habe da eine Frage und könntest du dazu vielleicht ein Video machen? Das würde mir viel, viel mehr bringen, weil ich dann auch gleich mehreren Leuten helfen kann, was für mich einfach mehr Sinn macht. Ja. Ansonsten, Leute, was haltet ihr von dem Format, die großen Fragen der Welt? Und wenn ihr auch Fragen habt, die ich beantworten soll, dann sehr gerne. Hey, ja, ach so, stört dich das Kabel? Nö, okay, ich mache gerade nur ein Video. Mach. Okay, dann könnt ihr mir gerne mal die Fragen reinstellen jetzt in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen darüber und dann auch gerne Feedback, wie ihr dieses Format findet oder auch wie ihr zu diesen Szenen steht. Ja, also wie gesagt, schaut da selber mal rein, eure Träume, beobachtet die und dann werdet ihr Antworten finden. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich und bis dahin alles Liebe, deine Justine. Was wolltest du gerade noch sagen? Ach so, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren, genau. Das mache ich auch gleich. Das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich auch gleich. Ich habe schon abonniert. Sehr gut. Ich hab abonniert, Junge! Mann!